Willkommen zurück zu einer neuen super fischigen Folge Subnautica. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die fischigen Menschen, die dem letzten super fischigen Video eine Bewertung gegeben haben. Ja, eigentlich hätte die letzte Folge allgemein die letzte Folge sein sollen, denn wir haben alles erledigt. Es gab zwar ein Update für den Cuttlefish, für den kleinen Kuschel-Schmusefisch. Moment, da können wir mal hier hingehen. Schwupps, gehen wir mal rein und hier sehen wir den. Für den gab es jetzt ein offizielles Update. Man kann ihn jetzt ganz regulär finden. Und wir haben, was die Story angeht, erstmal soweit alles erledigt. Also wir sind wirklich durch. Das war's. Ende. Ende im Gelände. Wir haben alles gesehen. Eine Rakete können wir nicht bauen. Auch wenn die Leute dauernd schreiben, ja, dann bau doch eine Rakete. Und dann kannst du doch einfach entkommen. Und dann kommst du auf einen anderen Planeten. Und dort gibt es neue Kreaturen. Ja, schön. Schön, dass die Menschen so eine großartige Fantasie haben, aber das gibt es alles nicht. Also die Rakete, die gibt es noch nicht und ob man irgendwann auf einem anderen Planeten ist, ja, mit neuen Kreaturen und völlig neuen Dingen. Ja, ich denke eher nicht. Alter, was war denn das eben gerade für ein Geräusch? Wow. Wow, also sie haben das Interface überarbeitet in der Version. Wir sehen ja hier oben September 2017. Und das Geräusch ist anders, aber wir steigen ganz merkwürdig aus. Was waren das eben gerade? Einsteigen? Okay, das kennen wir, aber schaut mal. Hä? Auf einmal bin ich hier so zack. Und wir sehen nur noch die Klappe. Na gut, wir müssen ganz schnell hier drüben hin zum Riesenschädel. Denn ich habe gelesen, im Labor soll es irgendwas Neues, Cooles geben. Und ja, die Anzeige wurde überarbeitet, aber ist das wirklich neuer Content? Eigentlich nicht. Der einzig wahre neue Content ist wirklich dieser süße kleine Fisch. Aber eine Sache gibt es immer noch zu tun. Die Leute haben geschrieben, Keith, du bist kein echter James Cameron, wenn du nicht den größten Fisch aller Zeiten gescannt hast. Und die Rede ist natürlich vom Ghost, ja, vom Ghost Leviathan. Wir haben ja nur ein Jungtier. Wir haben nur ein Jungtier gescannt. Und allein das Jungtier war gigantisch groß, aber die ausgewachsenen Geister, die finden wir im Nirgendwo. Dafür müssen wir into the void, in die schwarzen Tiefen. Und da gehen wir heute hin. Wir arbeiten uns runter in die super krassen Tiefen und schauen mal, ob wir so einen gigantisch großen, ausgewachsenen, erwachsenen Ghost Leviathan finden. Wäre natürlich cool. Aber jetzt müssen wir erstmal hier zum Schädel. Und bei dem Schädel gibt es ja dieses Labor. Da soll es irgendwas Neues geben. Wurde mir so geschrieben. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt und was es ist. Aber wir gehen mal hin. Und ja, dann müssen wir halt für die neuesten Updates wieder ein bisschen warten. So ist das eben. So ist das eben mit Early Access. Bei Slime Rancher warte ich auch nur auf die nächsten Updates, weil die Leute geschrieben haben, ja, warum spielst du denn keinen Slime Rancher mehr? Ja, es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt für mich nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt im Grunde nur noch eins tun. In der Gegend rumrennen und Geld farmen. Denn wir haben ja wirklich alles geholt. Wir haben ja sogar von diesen Belohnungen die letzte Stufe geholt. Das war ja wirklich volles Programm. Also Slime Rancher ist bei mir aktuell nahezu 100%. Ein paar Kapseln. Ja gut, ein paar Kapseln kann man noch finden. Aber da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ich warte lieber aufs Update und wenn ich dann so nebenbei ein paar Kapseln finde, dann freue ich mich, dass da noch ein bisschen mehr Content drin ist. Oh Mann, ich hasse die Gegend. Aber wer mag die Gegend schon, oder? Das ist allgemein eine beschissene Gegend. Naja, wenigstens ist die hier ganz gut beleuchtet, also jo, klar, ramm mich, tackle mich, gut gemacht, Fisch. Ja, zerstört mich. Macht das ruhig. Ihr macht das toll. ...900 Meter können wir tauchen. Das sollte eigentlich reichen. Und da habe ich eben gerade eine Krobbe gesehen. Und die Krobbe ist verschwunden. Und eine Basis. Toll. Wow, oh Gott. Wow! Alter!
Die macht einen miesen Schaden. Wow, wow, wow. Alle bleiben cool, okay? Alle bleiben cool. Ich muss reparieren. Ich muss unbedingt das Baby hier reparieren. Mann, 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 die ist ja ganz schön fies. Okay, eben gerade dachte ich, hier wären ganz, ganz viele von diesen komischen Graben-Dinger, aber hier hängt nur jede Menge Wurzelzeug in der Luft rum. Den habe ich getackelt. Also den habe ich gut entsorgt. Sehr gut entsorgt. Muss das so aussehen? Naja, hier drüben ist der Schädel. Dankeschön. Endlich haben wir auch Wände. Hallo, liebe Wand. Freut mich, dass du auch endlich da bist. Hä? Seit wann? Seit wann schwimmen die hier rum? Okay, das haben die auf jeden Fall verändert. Wow. Was? Wie jetzt? Oh, EMP. Ich dachte schon, das bleibt dauerhaft so. Die sind fies, ne? Moment mal, hier können wir nicht mehr rein? Was? Hä? Das hatten wir offen. Leute, das hatten wir offen. Das hatten wir 1000%ig offen. Was haben die hier verändert? Jetzt braucht man hier ein neues... Toll, ich habe keins dabei. Habe ich nicht. Weil wir hatten es ja schon offen. Wir hatten es ja definitiv schon offen. Oh, kleiner Cut, bis gleich, ich hole ein Relikt. Gut, dann mal rein mit dem Ding. Denn wir waren garantiert hier schon drin. Hundertprozentig. Hundertprozentig waren wir hier drin. Oh, wie süß. Oh Gott, wie süß. Wie süß bist du denn? Die haben das Labor hier resettet. Die haben das hier nochmal komplett zurückgesetzt. Weil wir waren hier hundertprozentig drin. Ja, guck mal hier. Das haben wir jetzt eben gerade nochmal heruntergeladen, die Datei. Und sie hat uns gar nichts an Informationen gebracht. Und die Dinger hier, die haben wir auch alle gelootet. Ich war hier tausendprozentig schon drin. So. So. Boah, du bist so niedlich, mein kleiner Freund. Mein kleiner Knuddel. Komm mal mit, Knuddel. Du süßes Ding, du. Gut, jetzt haben wir hier halt einen Knuddel. Also Leute, wenn ihr einen Knuddel wollt, hier hin. Hier drüben bei dem riesigen Schädel. Und dort bekommt ihr dann euren ganz eigenen super süßen Knuddel. So, wie komme ich hier am besten wieder raus? Wow, okay. Ja, 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 ich habe vergessen, ihr seid hier unterwegs. War hier drüben nicht noch ein Durchgang? Ja, hier geht's auf jeden Fall zurück. Meine Fresse, sind die fies. Die sind so unangenehm. Diese Headcrabs. Ich glaube, die heißen Headcrabs. Brain Crab. Oh, was ist denn das hier unten? Stopp, Moment. Was bist denn du? Wow, den habe ich noch gar nicht, oder? Der fehlt mir doch noch. Eins von drei? Ey, Moment, eins hatte ich garantiert. Was ist das hier? Ein riesiger Bollen Scheiße oder ein Stein? Du da, du bleibst schön weg von mir, ja? Ich kann Typen wie dich nicht besonders gut leiden. Geht's hier irgendwo nochmal nach unten? Haben die das hier ein bisschen verändert? Wow, die Decke. Wie die Decke aussieht. Aber wie komme ich denn jetzt hier am besten nach oben? Weil die Decke ist ja irgendwie... Ah, hier geht's doch hoch. Ja, aber hier habe ich jetzt einen Teil von dem Kernkraftwerk gefunden.
Wie landet denn ein Teil vom Kernkraftwerk hier unten? Ich meine, so weit runter. Mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Jo, jetzt bin ich oben. Aber ich hätte ganz gerne das Kernkraftwerk. Oh, Probleme über Probleme über Probleme. Schlangenloch ist hier drüben. Sag mal, wo bin ich denn hier? Was ist das hier für eine merkwürdige Ecke? Ich bin jetzt einmal komplett unten durch, ja? Und jetzt müssen wir noch so einen riesigen Geister-Leviathan finden. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Sag mal, bin ich irgendwo... Hä, wo bin ich? Ich bin total verwirrt. Ich bin mega verwirrt. Ich bin in der Nähe von... der Aurora? Ist irgendwo hier oben? Naja, keine Reaper. Es sind keine Reaper in der Nähe. So gesehen, alles gut. Trotzdem bin ich irgendwie dezent verwirrt. Was war denn das hier drüben? Eben gerade dachte ich ganz kurz, ein Sea Dragon. Jetzt kommt hier so ein Sea Dragon und frisst mich. Ist das die Aurora? Hä? Okay, wir gehen mal nach oben. Ja, das ist sie. Ey, die glüht ja richtig. Die glüht ja richtig. Haben die auch ein bisschen... Das sieht aber komisch aus, oder? Das Metall glüht unter Wasser. Und jetzt ist es weg. Okay, mit dem neuen Update gab es natürlich auch wieder jede Menge neue Bugs und Fehler. Und das sieht aus, als hätte ich es irgendwie reingefotoshoppt. Ist gar nicht wirklich da. Das sieht echt sehr, sehr merkwürdig aus. Oh, ein Kühlschrank. Nee, ist eine Tür. Warte mal, kann man dich hier scannen? Also so neue, coole Sachen, die man irgendwie scannen und bauen kann, haben sie, glaube ich, nicht reingehauen. Nur neue, coole Grafikfehler. Kinder, kauft euch jetzt die neueste Version von Subnautica mit coolen Grafikfehlern. Darauf steht ihr doch, oder? Ah, das nennt das meine Basis. Die leuchtet jetzt irgendwie noch stärker. Die Basis leuchtet noch... Das sieht so dämlich aus. Kann man das bitte wegmachen? Das sieht echt so... Das kann niemals so gewollt sein. Never. Never, 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 never. Einmal ganz kurz hier rein. Ich brauche einen Snack und lad die Batterien auf. Und dann gehen wir einen krassen Geister-Monster-Megafisch-Scan. Ja, es ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See. Hey, hey, Keith Cameron. Kann man dich essen, Knuddel? Ich gönne mir hier so einen Fisch. Moment, habe ich eine Nachricht? Oder auch nicht, nein. Schade, ich dachte hier würde mein AB ein wenig klingeln. Ah, wir brauchen Früchte für den Generator. Nimm die Frucht. Nimm die Frucht. Nom, 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 nom. Und dann, wir müssen zerlegen Pflanze. Und dann, wir machen neue Pflanze rein. So. Noch Pflanze. Und Pflanze hier drüben. Gut. Und jetzt, wir können essen das da. Und machen neue Pflanze.
Alter, die Dinger sind geil, oder? Bam. Hä? 113? Sowas geht? Ist mir nie aufgefallen. Leute, das ist mir nie aufgefallen, dass man über 100% haben kann. Moment, wenn ich jetzt hier noch einen Schluck trinke, wir nehmen jetzt... Ne, hier geht's nur bis 100. Ja, das ist Keith Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See. Hey, hey, Keith Cameron. Und in die Mühle. Dieser Sound, ne? Als würde mich ein Monster von hinten verschlingen. Karen, du klingst auch ein kleines bisschen anders. Kann das sein? Also der Sound ist auf jeden Fall anders. Der ist ja... Der ist ja heftig. Der ist ja heftig gestört. Wer macht denn so einen Sound? Das ist ein Kinderspiel. Das ist kinderfreundlicher Content. Gut, dann gehen wir mal into the void. Lass uns gehen into the void. Wir müssen bei der Insel... Hinter der Insel dürfte nichts mehr sein. Also, da müsste dann The Void beginnen. Ich habe ein bisschen Schiss in der Buchse. Hier ist noch ein bisschen... Oh Gott, echt jetzt? Mein alter Freund, der Reaper. Ich hasse dich, Reaper. Aber ich bin bereit. Duell! Zeit für ein Duell! Oh, oh shit! So! Glaubt mir, der hat Respekt. Ah, sag mal, wachsen die? Kann ich die ein bisschen grillen? Die werden wütend. Ah, nee, komm, ihr seid cool. Das sieht so doof aus. Okay, wir sind jetzt hier. Und irgendwo hier vorne geht es dann into the void. Och, nee, ist das derselbe? Was ist das hier für eine Scheißgegend? Du solltest dich verpissen. Denn gegen mich hast du keine Chance, Kumpel. Wo bin ich denn hier? Ist das irgendwie so eine Reaper-freundliche Zone? Moment, wie viele Reaper sind hier? Das ist ein und derselbe Reaper, ja? Aber wo geht's denn into the void? The void! Nein, das ist jetzt ein anderer. Wie viele Reaper sind hier? Hand hoch. Okay, warte mal. Orientierung. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. So, Moment, stopp. Langsam nach oben. Aurora? Wo ist die Insel hin? Ich weiß, dass es irgendwie direkt bei der Insel ist. Hä? Was sind das hier? Seht ihr das? Da ist irgendwas im Wasser gewesen. Bin ich schon into the void? Moment, hier ist die Insel. So. Jetzt gehen wir mal hier straight nach unten. Dann ist hier noch jede Menge Grom. Wir gehen jetzt mal nach unten. Und The Void muss ja dann bei der Insel... Ja, irgendwann muss ja mal das Land aufhören. Und da beginnt dann...
Geisterland. Also da, wo das... wo der Grund endet. Dort... oh! Das gibt es nicht! Verdammt! Das ist eine Scheißgegend! Wir kamen dann wieder auf diese doofe Idee, ins Nirgendwo zu schwimmen. Das wäre dann wohl hier, ha? Huh? Das wäre dann wohl hier. Hier geht es also ins Nirgendwo. Was meint ihr, wie tief es da runter geht? Wie tief geht's da wohl runter? Ich könnte mir... Ich könnte mir hier eine Basis hincheaten und die einfach straight nach unten bauen. Einfach immer nur Röhren nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Wow, wird einem richtig schwindelig, wenn man hier reingeht. Man sieht ja auch gar nichts. Ne? Das ist das Ende. Das ist das Ende der Karte. War da hinten was? Aber ich finde den Weg nicht mehr zurück. Ich... oh mein Gott! Raus hier! Ach du Scheiße! Oh Gott, der ist ja riesig! Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Wenn ich einmal ins Blaue schwimme, dann... dann war's das. Holy fucking shit. Holy shit. Er ist wieder weg. Ich könnte hier... weißt du was? Wir bauen was. Wir bauen hier was hin. Wir bauen into the void. Und zwar von hier aus. Man sieht halt nichts, ne? Kann man da eine Basis rausbauen? Oder die Frage ist, wie tief kann man hier runterbauen? Into the void. Das muss ich noch ein paar Mal so schwul sagen und dann ist es cool. Into the void. Okay, jetzt ist gut. Was schwimmt denn hier rum? Also hinter uns sind Reaper. Boah, wie die Fische hier aussehen. Die drehen ja komplett durch. Ich habe einen ganzen Schwarm hier angelockt. No, Krust. Machst du Plattform? Hier drüben. Into the void. Vielleicht baue ich eher hier. Habe ich noch ein Stück gespart. Ich baue euch das Ganze eher so hier hin. Ja, wo ist sie denn jetzt? Irgendwie kann ich das nicht. Ist irgendwie merkwürdig. Dann bauen wir halt hier. So, drauf gefurzt. Ich hätte hier sogar noch ein bisschen Licht, wenn man es genau nimmt. So. Ich könnte hier vielleicht sogar wirklich mit Solarenergie arbeiten. Ich glaube, das würde reichen so. Also, hier ist schon noch gut Sonne. Vielleicht wenn ich... warte mal. Into the void. Jetzt, ich muss aufhören, into the void zu sagen. Ich habe keine Ahnung, warum mich dieses Wort so fasziniert. So, jetzt mache ich hier so ein Ding hin, ja? Ich teste das jetzt ganz schnell. Oh, machen wir noch eine Etage. Das ist ein bisschen höher. Ah, aber jetzt wird's dunkel. Ja, jetzt. Gutes Timing, Keys. Echt gutes Timing. Hol mal hier die kleine Motti ein bisschen näher ran. Welcome aboard, Captain. Ey, da geht's unendlich nach unten. Ich glaube, hier gibt's kein Ende.
Hallo? Was war das? Gary? Bist du's? Obwohl, warte mal. Ein wenig Glas hier drüben hin. Damit wir haben Aussicht auf The Void. So. Boah. Hier will ich was bauen. Ist doch Wahnsinn. Das wird doch voll in die Hose gehen. Das wird doch hart in die Hose gehen. Das sehe ich doch. Das sieht doch jeder kommen, oder? Das sieht doch jetzt schon jeder kommen, dass das hier hart in die Hose gehen wird. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. So, wir haben gar nichts für Strom. Nothing. Totally nothing. Und hier drüben noch eins, dann ist der Laden schon mal stabil. So, Strom. Ja. Ja. Der hier wäre cool. Ich muss hier mal suchen gehen. Da machen wir jetzt ganz schnell so einen rein. Machen das da. Und verheizt den kleinen Knuddel. Nee, das kann ich ihm nicht antun. So krass bin ich auch nicht. Wir verheizen den da. Into the void. Gibt kein Entkommen, auch nicht am Ende der Welt. Ich will dich verheizen, du kleiner Scheißer. Ich will dich verheizen. So. Power restored. Energy, Energy, Energy. Perfekto. Jetzt habe ich hier eine kleine Kommandobasis. Into the Void. Wo es super dunkel ist. Gut, wir schauen mal, dass wir vielleicht wirklich mal gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen The Void erforschen. Könnte spannend werden. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Es geht hier auf jeden Fall. Es ist krass. Es geht hier super nach unten. Ich glaube nicht, dass wir mit irgendeinem Gefährt, mit irgendeinem Fahrzeug da unten reinkommen. Ich denke, es würde nur funktionieren, wenn wir uns darunter bauen. Das Einzige, was man nach unten bauen kann, sind die hier. Genau so eben. So könnte man Into the Void nach unten bauen. Ja, das würde gehen. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter raus. Aber ja, das wäre so eine Idee. Gut, Leute. Eine Bewertung da lassen, wenn ihr den krassen, großen Geister-Leviathan sehen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffen wir mal, dass die nächsten Updates bald kommen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss!